Tag auch und willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Amaster. In der letzten Folge sind wir in die Abwasserkanäle abgestiegen, hier war es aber ziemlich dunkel, so konnten wir nichts sehen. Also machen wir erstmal eine Fackel an. Schon besser. Hier kommt es auch schon zu unserem ersten Kampf. Eine Riesenratte. Nach dem Kampf müssen wir erstmal die Aufstellung verändern, da Silk hier unten in der Ecke ziemlich unpraktisch steht. Man könnte, bevor man den Dungeon betritt, auch noch weitere Gruppenmitglieder aufnehmen, damit die Kämpfe hier zu Beginn einfacher werden. Wir verzichten allerdings darauf, aus dem Grunde, weil die Erfahrungspunkte nach dem Kampf durch alle Mitglieder geteilt werden. Und da die beiden hier klassenlos sind und deshalb erstmal Erfahrungen brauchen, um aufzusteigen, machen wir das so. Die Kämpfe ziehen sich jetzt, weil die beiden recht blind sind und auch nur wenig aushalten. Das ist ein optimaler Start, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Gleich mal einsacken. Kampfaufstellung verändern und speichern. Ganz wichtig, das kann im nächsten Kampf schon wieder völlig anders aussehen. Da kommen die nächsten. Diesmal sind es zwei, schon etwas kniffliger. Na, sehr gut, Silk geht richtig ab. Und die andere Ratte flieht. Stört uns nicht, die Erfahrung kriegen wir trotzdem. Bloß die Beute, die sie abgegeben hätte, kriegen wir nicht. Bei 3 Gold und einer Ration interessiert uns das aber auch nicht. Ein Geruch von Moder und Verwesung liegt in der Luft. Im Wasser vor dir findest du eine Leiche. Das Fleisch ist an einigen Körperteilen bis auf die Knochen abgenagt. Wir überwinden uns und durchsuchen die trotzdem. Gold eintüten. Mit Dietrichen können wir verschlossene Türen und Truhen öffnen. Eine Kampfaxt können wir genauso wie die Stiefel und das Leder hier leider nicht benutzen. Dauert aber nicht mehr lange. Den Kurzbogen packen wir noch, einigen können wir verkaufen, die Pfeile lohnen sich nicht. Etwas glitzert im Abfluss vor dir. Das gucken wir uns doch mal an. Ein Eisenring, eine Goldbrosche, ein alter Ring und eine Uhr. Und Patte. Die Uhr benutzen wir gleich mal. Und den Eisenring legen wir an, es gibt einen Rüstungsschutz mehr. Die Goldbrosche legen wir nicht an, die ist verflucht, die zieht uns Stärke ab und die können wir danach auch nicht mehr ausziehen. Jedenfalls nicht ohne fremde Hilfe. Nochmal speichern. Da kommt es zum nächsten Kampf. Diesmal 3 Riesenratten, das wird ein bisschen kniffliger. Aber wenn die beiden den Kampf überstehen, können wir sie auch schon ausbilden. Nicht schlecht. Lyra kassiert seinen ersten Treffer, hat nur noch die halbe Lebenskraft. Nur noch eine nach. Sehr gut, die flieht. Und dann drehen wir um und gehen ab zum Trainer. So eine Fackel hält aber auch echt nicht lang.
Zuerst rotzen wir mal unser Gold auf die Theke und dann darf Lyra Mitglied der Kriegergilde werden. Bei jedem Stufenaufstieg gibt's 8 Trainingspunkte dazu, die packen wir erstmal in die Attacke, irgendwann soll er auch mal treffen. Lebensenergie erhöht sich auch, sehr schön. Silk wollte eigentlich Dieb werden, aber werden ihn gegen seinen Willen zum Krieger ausbilden. Als Dieb heuern wir nachher jemand anders an. Knete wieder einstecken. Und dann laufen wir nochmal kurz nach Hause. In der Truhe liegt ein kleiner Schlüssel, den nehmen wir mit. Die Robe bietet zu wenig Rüstungsschutz. Du stehst vor einer Tür mit einem sehr kleinen Türschloss. Lyra hat den Schlüssel. Und dann gucken wir mal, was unsere Eltern da hinten versteckt haben. Nette Kriegerausrüstung. Die bessere Ausrüstung kriegt Silk, da er die höhere Treffsicherheit hat. Den Rest kriegt Lyra. Die Heiltränke packen wir noch ein und die Pfeile lassen wir wieder liegen. Dann plündern wir uns mal an. Schadenspotenzial 10, Rüstungsschutz 10, damit können wir hier erstmal leben. Circa 12-11, auch nicht verkehrt. Bevor wir jetzt zurück in die Kanalisation gehen, gehen wir noch mal ganz kurz zum Friedhof und heilen die beiden, da die noch jetzt recht angeschlagen sind. Du hast das Gefühl, dass es kälter wird. Der Nebel wird dichter und ein klagender Laut durchdringt die frostige Luft. Als ihr an dieser Stelle das Wasser berührt, habt ihr das Gefühl, dass frische Lebenskraft durch eure Körper strömt. Auf der rechten Seite können wir den Mana-Haushalt auffüllen. Da die beiden nicht zaubern können, interessiert uns das erstmal nicht. Hier waren wir stehen geblieben. Jetzt nähern wir uns mal der Mitte. Nochmal speichern. Die Tür fällt mit einem lauten Knall ins Schloss. Der Donnerschlag ist jedoch nicht halb so beängstigend wie die hohen kreischenden Schreie, die du in diesem Tunnel hörst. Eine seltsame Szene bietet sich deinem Auge. In dem Raum vor dir haben sich einige Riesenratten um einen blutigen Altar versammelt. Hinter dem Altar steht eine noch größere Ratte mit einer Krone auf dem Kopf und einem Dolch in der Klaue. Auf dem Altar ist eine schwarze, jammernde Katze gebunden. Mit hoher Fistelstimme schreit der Rattenkönig erst die Katzen, dann die Menschen. Dann beginnt er langsam die Klinge zu senken. Na dann mal drauf da. Zuerst machen wir hier vorne das Fußvolk platt. Neun Schaden ist doch schon mal ein ganz anderer Schnack. So, die eine Ratte flieht schon mal, das ist gut. Jetzt müssen wir warten, dass der König vorrückt. Und dann kriegt der mal auf die Mütze.
8 Schaden von dem König verpult, nicht übel. Trifft nicht, gefällt uns besser. Na, zum Glück zieht sich das nicht. Sehr schön. Knete, Essen und was haben wir da? Eine Katze. Nochmal ein Dolch und den Kopf vom Rattenkönig. Hier liegen zwei Leichen. Bei beiden ist der Brustkorb aufgeschnitten. Offenbar sind dies die Soldaten, die der Lordkanzler in die Kanäle geschickt hat. Gibt keine Beute. Karte ist vollständig, dann wieder raus hier. Zuerst suchen wir Sunny auf. Die kriegt von uns ihre Mies wieder. Vielen Dank, dass ihr so mutig wart, Felix zu befreien. Als Dank dafür möchte ich euch etwas Wunderbares geben. Ich werde euch die Sprache der Tiere lehren. Gucken wir nochmal rein. 104 Erfahrungspunkte hat Silke gehabt. 154, das heißt, für die Abgabe gab es 50 Erfahrungspunkte. Und Lyra spricht jetzt die Sprache der Menschen und der Tiere. Dann ab zum Lordkanzler. Na, wo steckt denn der? Damit wir die Erfahrung aufteilen, darf Silk den Kopf abgeben. Ihr habt die Aufgabe hervorragend gelöst. Wer hätte gedacht, dass Ratten solch teuflische Pläne haben können? Vielleicht hätte ich doch den Worten Firlas Vertrauen schenken sollen. Aber wie auch immer, hier habt ihr die sagenhafte Belohnung von 600 Goldmünzen. Der Knaller. Das gab 100 Erfahrungspunkte. Im Gasthaus suchen wir mal den Koch auf. Und Tag gesagt. Hallo, ich grüße euch. Habe allerdings nicht viel Zeit für ein Gespräch. Als Koch hat man immer viel zu tun. Hast du vielleicht eine Aufgabe für uns? Ich habe vor ein paar Wochen meinen alten Ring verloren. Er ist durch die Ritze eines Kanaldeckels gefallen und ich konnte ihn nicht mehr finden. Wenn ihr mir den Ring zurückbringt, solltet ihr die Kristallkugel haben. Na dann, bitteschön. Vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt. Hier habt ihr die Kristallkugel. Vielleicht bringt sie euch mehr Nutzen als mir. Damit kann man einen Blick auf eine Minimap werfen. Schauen wir mal. 70 Erfahrungspunkte. Damit sind beide wieder ungefähr gleich auf. Das heißt, ab zum Trainer. Lyra steigt gleich zweimal auf, das ist schon mal gut. Aber von brauchbar ist immer noch weit entfernt.
Silk auch 2 Stufen. Sehr schön. Dann gehen wir mal zum Händler. Und gucken mal, wie viel Charisma die Charaktere haben. Silk hat das menschliche Maximum von 60. Das ist sehr gut. Lyra ist mit 26 eine stumpfe Gurke. Dann kriegt Silk die Sachen zum Verkaufen, denn je charismatischer ein Charakter ist, umso mehr Gold kriegt er beim Verkauf und umso günstiger kann er einkaufen. So, alles verkauft. Dann gucken wir nochmal, was der Händler hat. Das brauchen wir eigentlich alles nicht. Aber ein paar Fackeln können wir eintüten. Alles wieder mitnehmen. Und dann gehen wir uns nochmal heilen. Da ist gerade Gwendolyn reingekommen. Mit der schnacken wir nachher mal. Kurzen Blick auf die Karte geworfen. Wir wollen wieder zur Taverne. Da ist die. Und dann suchen wir mal den Wirt. Normalerweise hängt er hier rum. In der Küche ist er. Hallo. Möchtet ihr irgendetwas trinken? Hier, nehmt ein Glas Wein auf Kosten des Hauses. Leider kann ich euch nicht meinen besten Wein anbieten, denn ich habe da ein kleines Problem in meinem Weinkeller. Weinkeller? Ihr möchtet etwas über mein Problem hören? Nun denn, seit einigen Wochen haust etwas Großes, Schleimiges in meinem Weinkeller. Deswegen traut sich keiner von meinem Personal mehr in den Keller. Gerade jetzt könnte ich aber eine Flasche meines besten Weins gebrauchen. Vielleicht seid ihr ja mutiger als die anderen. Ich würde mich nicht lumpen lassen und euch 100 Goldmünzen zahlen, wenn ihr mir eine Flasche holt. Dann machen wir das. An dieser Tür hängt ein Schild, Weinkeller, Zugang nur für Personal. Das interessiert uns dann jetzt nicht mehr. Hier ist ein Brecheisen drin, das nehmen wir mit. Und die beiden Fackeln natürlich auch. Ab nach unten. Ja, die Folge haben wir im Dunkeln angefangen. Dann beginnen wir die nächste Folge auch im Dunkeln. Bis neulich.